Viele beschreiben Desolation Row als Apokalypse. Sie sehen nur einen einzigen roten Faden, der alle Figuren verbindet, nämlich die Sinnlosigkeit ihres Treibens. Und tatsächlich, wenn Desolation Row eine Beschreibung der Gesellschaft darstellt, dann haben wir heute, 40 Jahre später, diese Tollheit sogar noch übertroffen. Ein Nachmittag im Privatfernsehen ist nichts anderes als ein Blick in diese Welt. Unser echtes Leben heute hat den Aberwitz der Desolation Row erfüllt. Der Blick in diese vermeintliche Düsternis erscheint apokalyptisch, negativ, trostlos. Das Gegenteil ist der Fall. Die Desolation Row ist nicht das Grauen, sondern die beste aller Welten dieser Zeit. Matthias Schmidt empfiehlt in seiner Doktorarbeit über Bob Dylan, sich das Lied aus einiger Entfernung zu betrachten, so wie man ein Bild betrachtet. Erst der Abstand gibt den Blick frei für das Eigentliche. Es hat ja alles seinen Grund und es gibt in diesem ganzen Tohuwabohu Hoffnung und Erlösung. Und diese ist weder religiös noch philosophisch, sondern mit Händen zu greifen. Das Leben selbst lacht ganz am Schluss nach 120 Zeilen endloser Absurdität. Und das Happy End kommt genau da, wo es hingehört, in die Vorstellung des Hörers nach dem Song. Vielleicht leben wir tatsächlich in diesem verzweifelten Chaos. Doch Dylan beruft sich unausgesprochen auf Paulus und auf seinen Korintherbrief. Was nutzte denn alles Wissen, alles Können, alle Erkenntnis? Was nutzte den Menschen also, wenn sie zwar nicht im Chaos der Desolation Row lebten und hätten aber die Liebe nicht? Nichts wäre es nütze. Die Rettung aber nimmt ihren Lauf im Durcheinander. Glaube, Liebe, Hoffnung treiben Dylan genauso um wie den Paulus. Die Liebe aber ist die größte unter diesen drei. Alles also wird gut. Du musst nur, heißt es in der letzten Zeile, deine Post künftig in der Desolation Row aufgeben.